Hallo Leute, heute in Elektrotraining in 5 Minuten Übungsaufgabe, und zwar eine viergeteilte Übungsaufgabe von dieser Strecke da. Und im ersten Teil stellen wir jetzt Differentialgleichungen dieser dieser nichtlinearen Regelstrecke auf. Und da beginnen wir jetzt gleich. Im Anschluss geht es dann Arbeitspunktbestimmung, dann Linearisierung und dann das Ganze nochmal zu zeichnen als linearisiertes System. Gut, jetzt Differentialgleichungen aufstellen. Hier habe ich schon eingetragen. Wir stellen immer auf nach, also hier nicht mehr noch y ist gleich, sondern hier, wenn wir nur Differentialgleichungen aufstellen sollen, dann nach y Punkt. Hier ist ein Integrator, also y Punkt beginnen wir. Dann y Punkt. Geht hier auf Summation, hier geht es rauf mit minus 2y, zack, zack. Und hier geht es auch noch rüber mit plus, dann hier das Wurzelsymbol und v kommt quasi in die Wurzel rein, also plus Wurzel v. So, dann das nächste. Zeitliche Ableitung wird ja hier gemacht. Zeitliche Integration, so muss ich sagen. Wird hier gemacht, und da würde ich sagen, hier führen wir einfach eine Variable ein. Wenn ihr so ein PT1-Glied habt, immer dahinter so eine Variable einführen. Die Hilfsvariable spart euch extrem viel Zeit. So, jetzt braucht ihr die Differentialgleichung dieses PT1-Systems. Wer es nicht mehr weiß, das sieht so aus: T mal Y Punkt plus Y ist gleich K mal U. Ja, das ist natürlich guter Rat teuer. Wie schaut denn das aus? Also, U ist ja hier eigentlich, also wenn man so ein Glied hat, hier ist U, zack, 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 zack. Und hier ist Y. Und hier ist unser K und hier ist unser T. Bloß damit man hier ein bisschen Ähnlichkeit hat, wie man hier arbeiten muss. Weil ist ja eh schon schwer genug, das ganze Zeug. So, jetzt haben wir hier unser U. Unser U ist also unser B. Und dann schreiben wir einfach diesen Ausdruck hier so ab. K können wir gleich einsetzen, ist Wurzel 5 mal U, und U ist hier unser B. So, dann haben wir das hintere. Jetzt das vordere. Hier ist Y, ist hier V. Okay. Dann brauche ich hier Plus. Das T ist hier 2. Und hier brauche ich dann vom V hier V. Also Y Punkt ist dann somit V Punkt. So, super. Und jetzt nächsten Schritt, die Hilfsvariable noch ergänzen. Jetzt seht ihr, wenn ihr das nämlich auch gleich reinzieht, dann wird das ziemlich schwierig. Die Profis unter euch können es aber. Also B setze ich dann wieder zusammen aus U minus Wurzel V, also hier rauf, mal Y. So, jetzt kann man das B hier wieder einsetzen. Dann erhält man 2V Punkt. V ist gleich Wurzel 5 U minus V Y. So. Ja, das kann man jetzt noch nach V Punkt auflösen. Sieht dann ein bisschen schöner aus, wie man das so macht, aber braucht man auch nicht mehr. Also wir haben jetzt hier unsere Differentialgleichung und hier unsere Differentialgleichung. Ich hoffe, dieser Teil Differentialgleichung aufstellen ist euch klar. Wenn nicht, nochmal ansehen, ist am Anfang ein bisschen schwierig reinzukommen. Sage ich euch ganz ehrlich, man muss ein paar Übungen gemacht haben, damit man da sauber reinkommt. Aber ich hoffe, dass das mit der Zeit dann geht. Also bis gleich, dann geht's in Richtung Arbeitspunkt.